Ja, hallo, mein Name ist Christian Walter von Tradevola und heute möchte ich euch mal ein ganz besonderes Thema näher bringen, da wir sehr viele Anfragen hierzu bekommen haben und das Thema, glaube ich, auch immer stärker auf Interesse stößt. Wollten wir heute mal etwas zu Strategieautomatisierung Ihnen mitteilen oder euch mitteilen, wie man das Ganze angeht, was wichtig ist, wie man so etwas überhaupt erstmal zurückverfolgt, also sogenanntes Backtesting, einfach so ein paar Grundregeln euch mit an die Hand zu geben, um so ein Verständnis für eine Strategieautomatisierung euch ein Stück näher zu bringen. Dazu könnt ihr euch auch gerne das Video einmal anschauen, die Unterschiede zwischen TradeStation 10 von TradeStation Securities, die TradeStation Global Plattform sowie die TWS. Da sieht man schon mal, was man mit welcher Plattform machen kann, dass keine Verwechslungen entstehen. Alles, was wir jetzt hier zur Strategieautomatisierung euch zeigen, wird mit der TradeStation 10.0 von TradeStation Securities präsentiert. Es gibt natürlich die gleichen Funktionen oder ähnliche Funktionen auch in der TradeStation Global Plattform. Dort geht es leider momentan nur, dass sie es oder dass ihr es im simulierten oder im Paper Trading Account testet, dass man natürlich Backtests durchführen kann. Das vollständige Automatisieren, wo es dann wirklich auch live mit Geld automatisiert gehandelt wird, geht momentan, wenn wir bei diesen drei Plattformen jetzt mal bleiben, rein über die TradeStation Securities. Und alles andere, was die Unterschiede anbelangt, schaut es euch einfach kurz in dem Video an. Da seht ihr auch, welche Märkte dann bei den einzelnen Plattformen verfügbar sind. Hier habe ich mal einen Chart vorbereitet. Das ist die Nasdaq als ETF 3Q. Da das jetzt momentan, glaube ich, etwas schwieriger aussieht mit dem Handel für Personen oder wenn ihr jetzt in der EU seid, dann nehmen wir vielleicht stattdessen einfach einmal eine Aktie, hier als Beispiel AMD. Es ist erstmal wichtig, wenn wir über automatisierte Strategien sprechen, dass diese in der Regel nur im Haupthandel wirklich Sinn machen, weil wir so das Volumen haben, weil wir dort auch mit Market Orders operieren können. Außerhalb des Handels geht das in der Regel dann nur noch mit Limit Orders, was natürlich, wenn es gegen euch läuft, ganz fatale Folgen haben kann und die Liquidität nicht da ist. Also deswegen, egal ob es jetzt fürs Backtesting ist oder fürs Live, für den Live-Handel immer nur auf den regulären Börsenzeiten arbeiten. Und dann ist es in der Form eigentlich sehr wichtig, dass ihr eine große Zeitspanne habt. Wir haben jetzt hier, wir sehen hier diese Session Breaks, wir haben jetzt 4 Tage. Für so einen wirklichen Backtest muss man schon valide Daten haben von 1, 2 Jahren. Umso länger, umso besser. Man kann natürlich auch Strategien überoptimieren. So tief werden wir vielleicht jetzt heute nicht gleich reingehen, aber einfach nochmal die Basics zu beachten und euch auch zeigen, welche Möglichkeiten es schon mit einer ganz einfachen Strategie hier gibt, wie zum Beispiel über TradeStation 10.0. Wir nehmen mal diesen Chart her. Ich gehe jetzt ganz einfach rein und füge hier über Studies und dann Add Strategy Strategien ein. Also ihr könnt hier alle beliebigen Strategien, wie man natürlich auch irgendwo erwerben kann oder über Drittanbieter kaufen kann, einfügen. Oft sind es Mietgebühren, die man zahlt pro Monat. Das ist auch ganz interessant. Ich weiß gar nicht, ob wir es hier offen haben. Im Trading App Store bei TradeStation 10 könnt ihr euch auch beliebige Strategien anschauen. Ihr könnt die sogar testen. Man hat für viele auch sehr viele Informationen drin, was sie können. Teilweise manchmal auch ein Track Record. Aber ansonsten ganz wichtig, egal ob jetzt TradeStation 10 oder TradeStation 9.5 und TradeStation Global, sie können natürlich mit der Programmiersprache hier alle bestehenden Strategien verändern, also sie können eigene oder ihr könnt eigene Dinge hinzufügen. Und man kann natürlich auch komplett eigene Strategien programmieren. Ich fand es am Anfang immer ganz interessant, sich an den bestehenden zu orientieren. Und was vielleicht für euch auch wichtig ist, man kann auch halbautomatisiert arbeiten. Also ich kann mir auch immer noch mal ein Pop-up-Fenster anzeigen lassen, wo ich dann entscheide, der Trade wird ausgeführt oder nicht, als Beispiel. Das kann ich auch ganz individuell gestalten, einmal für den Einstieg, einmal für den Ausstieg. Oder ihr handelt quasi die Einstiege manuell und lasst dann nur das Stop-Management laufen, quasi als automatisierter Ausstieg. Aber dazu gleich mehr. Wir gehen jetzt einmal hier rein. Wir sehen hier eine Riesenauswahl von Strategien, die standardmäßig enthalten sind. Dabei kannst du hier in alle einzelnen Strategien rein oder könnt ihr in alle Strategien reingehen und euch diese anschauen von der Programmierung. Man sieht hier immer, was
wird dann ausgeführt, ist es nur ein Einstieg Long, ist es nur ein Einstieg Short und das gleiche dann für den Exit. Das heißt, zuallererst brauchen wir einmal ein Einstiegsmodul. Ich würde jetzt hier aus Präsentationszwecken mal ganz simple Einstiege wählen. Da haben wir den Moving Average, würde ich vielleicht sogar auf den, schauen wir mal, Moving Average mit zwei Linien gehen. Da haben wir einmal Long-Einstieg und Short-Einstieg, also Long-Entry, Short-Entry. Die Idee ist hier ganz einfach, es gibt zwei Durchschnittslinien im Chart, wo man dann einfach sagt, wenn die mit der kürzeren Länge, also die jetzt als Beispiel nur auf 6 Kerzen im Durchschnittskurs berechnet, die andere auf 20, werdet ihr sicherlich alle schon mal gehört haben, wenn diese zwei Linien sich kreuzen, soll das einen Einstieg verursachen. Das heißt, wenn die schnellere Linie die längere von unten nach oben durchspricht, sagt man eigentlich immer Long-Einstieg, das andere dann in die andere Richtung, dementsprechend den Short-Einstieg. Dass das jetzt nicht profitabel ist, ich glaube, muss ich jetzt hier nicht dazu erwähnen. Es geht aber mal um die Anwendung selber. Das heißt, ich habe jetzt hier diese zwei Module eingefügt, kann die hier außen anschalten, habe dann die Möglichkeit zu sagen, die sollen jetzt wirklich hier vollautomatisch laufen, muss das Ganze mit der Kontonummer nochmal bestätigen und hier, wie gerade gesehen, können Sie sagen, mit Confirmation oder ohne, wo ihr dann einfach ja, entscheiden könnt, wollt ihr wirklich nochmal der letzte Entscheider sein, bevor dann wirklich etwas automatisiert gehandelt wird, dann lasst es auf On. Ansonsten, wenn wir es hier auf Off einstellen, gibt es dann wirklich auch keine Bestätigung. Das muss man hier auch nochmal ganz klar mit I agree soweit bestätigen. Das sind jetzt die zwei Einstiegsmodule. Das heißt, wir gehen in der Form gleich weiter. Wir können jetzt hier auch nochmal hergehen. Das, was ich gesagt hatte, es gibt für beide Durchschnittslinien dann immer eine Länge, auf die die Durchschnitte berechnet werden. Hier haben wir 9 und 18 und das können Sie natürlich auch dementsprechend noch einmal selbst verändern. Dazu kommen wir aber dann später. Wir lassen das jetzt mal wie bereits gezeigt. Jetzt brauchen wir dazu natürlich noch ein dementsprechendes Ausstiegsmodul. Sie sehen oder ihr seht jetzt schon mal hier die ganzen Einstiege. Man kann natürlich dann auch noch hier das ein oder andere optimieren, aber für uns ist es jetzt schon viel entscheidender zu sehen, dass wir natürlich Ausstiegsmodule brauchen. Und da würde ich jetzt, wie ihr es sicherlich auch ganz einfach beim Trading macht, in der Form die zwei wichtigen Sachen, die ihr dann in der Form immer nutzt, und zwar ist es ein Profit Target, sagen wir mal, und ein Stop Loss. Das heißt, wir haben hier zweimal Stop Loss für Long und Short Entry. Die würde ich einmal hinzufügen. So, und dann können wir hier auch bei dem Stop-Loss reingehen, sagen, gibt es einen Betrag, also eine festen Stop-Größe, soll das auf eine andere Basis berechnet werden. Das kann man dann auch später noch optimieren lassen. Wir lassen es in der Form erst einmal so, wie es ist. Und was braucht ihr noch, außer ein Stop-Loss? Wie nehmt ihr ihre Gewinne mit? In der Regel passiert sowas natürlich nicht über den Stop-Loss, wäre zu schön. Das heißt, man braucht natürlich auch noch ein Profit-Target. Wir können natürlich auch statt dem Stop-Loss einen Trailing-Stop einfügen. Wir können auch einen Time-Ausstieg machen, weil für Strategien ist es natürlich wichtig zu sagen, wir wollen am Ende des Handelstages, wenn wir hier Intraday handeln, auch wieder aussteigen, weil sonst macht das Ganze, glaube ich, wenig Sinn. Da seid ihr dann von größeren Gaps abhängig, was, glaube ich, in der Form eher schwierig ist, weil wenn es mal einen großen Sprung gegen euch gibt, dann kann das natürlich auch dann dementsprechend zu sehr großen Verlusten führen. Das heißt, Profit Target, Long und Short Einstieg, also immer nochmal diese Unterscheidung nach diesen Punkten. Das heißt, wir haben jetzt zweimal den Einstieg mit Long und Short und die dementsprechenden Ausstiegsorders. Wir lassen diese alle auf die Grundeinstellung laufen, sehen dann im Prinzip, das können wir uns gleich anschauen, vielleicht auch hier nochmal wichtig zu wissen, dass wir hier ganz kurz schauen, dass wir hier in der Form ja keine Ordergebühren jetzt mit berücksichtigen. Den Report, den wir uns hier gleich anzeigen lassen, das ist jetzt wirklich rein weg. Kurz schauen. Reinweg ohne Ordergebühren, die wir hier darstellen.
So, und dem Strategie Performance Report dann zu bekommen, wo man diese Werte dann sieht, was man jetzt hier, sage ich mal, gehandelt hat, geht man auf Data und Strategy Performance Report. Macht das für euch mal ein Stück weit größer. Jetzt nur zu sehen, genau, wir sehen, also ihr seht hier die Profitabilität aller Trades, sind wir jetzt bei einer Profit-Faktor von 2,5. Das heißt, Long Trade mit 1,8 liefen nicht ganz so gut, 4,5 dann die Short Trades. Für mich immer wichtig ist quasi klar Profit-Faktor, adjustiert dann in der Regel, und die prozentuale Profitabilität. Das heißt, hier seht ihr 55%, ist natürlich jetzt nicht so toll, ist klar, ist eine ganz simple Strategie. Wie gesagt, auch ohne Gebühren, hatte ich ja erwähnt. Und die Short Trades läuft ein Stück weit besser als die Long Trades. Und dann ist immer ganz wichtig, wie ist das Verhältnis zwischen Gewinn- und Verlust-Trade, also Ratio, Average Win, Average Loss. Das sind eigentlich die Faktoren, auf die ihr achten solltet. Und natürlich ganz klar, das finden wir, glaube ich, auf der zweiten Seite dann, ich sehe es ja auch hier, die Analyse nach dem größten Drawdowns, dass wir wirklich schauen, dass das nicht durch Zufall entsteht. Und wie schon erwähnt, das ist jetzt einfach nur eine Analyse über, wie viele Trades haben wir hier, 27 Trades. Das ist natürlich nicht aussagekräftig. Wie kann man das, sage ich mal, hier verändern, dass wir da auch ein Stück weit mehr Informationen dazu bekommen? Längere Zeiträume nutzen. Das heißt, wenn ich jetzt hier reingehe auf Edit Symbol, dann können wir natürlich sagen, wie viele Tage zurück. Das ist jetzt relativ simpel hier bei 5 Tagen. Das hat überhaupt keine Aussagekraft. Ich gehe jetzt mal auf 200. Und da werden wir sehen, ändert sich natürlich das Ergebnis. Also das ist ganz maßgeblich beim Backtesten einer Strategie. 200 Tage haben wir jetzt eingestellt. Gehen wir auf OK. Und dann dauert es natürlich jetzt ein bisschen, bis er die Daten alle lädt. Aber wir können trotzdem schon mal auf den Strategie-Performance-Report gehen. Und jetzt, ich mache es nochmal groß, seht ihr schon eins. Wir sind jetzt bei 100 Trades, die automatisch gemacht werden. Auch ziemlich genau 50, also auf der Short-Seite, 51 auf der Long-Seite. Und da haben wir dazwischen ganz andere valide Daten. Das heißt, das ist immer wichtig, dass man das wirklich auf einem langen Zeithorizont testet. Dann kann man mit diesen Daten auch schon etwas mehr anfangen. Wir sehen auch hier, jetzt ist die prozentuale Profitabilität deutlich, nicht deutlich, aber auf jeden Fall unter 50%. Aber wir haben ein sehr gutes Verhältnis zwischen Gewinn- und Verlust-Trades, was fast bei 2 ist. Also wenn man 2 Dollar gewinnt, haben wir, oder durchschnittlich haben wir 380 Dollar Gewinn zu 150 Dollar Verlust. Und dann geht es in die Optimierung. Und das ist eigentlich das Spannende. Da wollte ich euch ganz kurz mal mitnehmen auf so ein paar Details. Wenn man jetzt eine Strategie gefunden hat, mit der man arbeiten will, dann geht es eigentlich in die Feinjustierung. Und das ist das, was dann wirklich zumindest für den Rechner zeitintensiv wird, weil der Rechner muss das Ganze optimieren und durchtesten. Da gibt es so viele Möglichkeiten, dass ihr das hier bearbeitet. Das heißt, wir gehen jetzt einfach über Edit Strategies rein, sehen hier die Strategien. Jetzt kann man einmal das Exit Management optimieren, dass man sagt, Stop und Profit Target wollen wir einfach so anpassen, dass es noch bessere Ergebnisse bringt. Oder man sieht halt irgendwie, die Einstiege sind nicht so optimal. Ich würde immer versuchen, nicht alles zugleich zu optimieren. Es ist schnell eine Gefahr in der Überoptimierung, sondern dass man sich ganz genau an diesen Performance-Reportern hält, wo gibt es denn Schwachstellen, was ist anzupassen. Und da würde ich jetzt vielleicht in dem Maße mal einfach den Einstieg wählen. Kann ich nämlich hier über Customize hergehen und sagen, wir haben die Länge 9 und 18, was die Durchschnittslinien anbelangt. Und die möchte ich jetzt mal optimieren lassen. Da macht Ihnen das System meistens Vorschläge, die kann man so übernehmen. Ich kann jetzt sagen, er soll mal alle Längen von 5 bis 50 durchtesten. Das würde jetzt sicherlich den Zeitrahmen sprengen, quasi auch gerade, weil wir hier ja 100 Tage oder 200 Tage zurückgeladen haben. Aber um jetzt mal so ein paar Beispiele zu machen, wollen wir mal beim Long-Einstieg diese zwei Inputs optimieren und dann hoffentlich das gleiche auch für den Short-Einstieg. Und das ist auch immer ganz wichtig, wenn ihr eine eigene Strategie erstellt oder eigene Tools, ich würde es immer separiert machen. Ein Long-Einstieg und ein Short-Einstieg kann von den Parametern eigentlich nicht identisch laufen. Das muss Short-Einstiege laufen, sage ich mal, oft auch viel dynamischer. Das heißt, das Stop-Management, es hat in der Regel auch andere Werte. Also das wirklich berücksichtigen, dass man separate
Tools, Strategien für einen Long- und Short-Einstieg hat, um das dann auch ganz klar hier zu unterscheiden. Wir sehen jetzt, es gibt hier 29.000 Varianten, die ihr jetzt durchtesten müsste. Das würde sicherlich den Rahmen des Videos hier übersteigen. Deswegen gehe ich mal auf den genetischen Optimierungsalgorithmus. Der sucht nur nach optimalen Varianten, sodass er ungefähr 10.000 Tests durchführt. Wir können jetzt sogar sagen, wenn man hier reingeht, wählen wir Walk-Forward-Test aus, weil das ist dann ganz interessant, wenn Sie mal einen Backtest haben, also sagen wir jetzt einfach mal, wir haben einen Zeitraum von 12 Monaten, dann macht er einen Backtest, nimmt die Werte, die er jetzt hat, vielleicht von den ersten 10 Monaten und lässt die 2 Monate, die verbleiben, mal wie, als wäre das die Zukunft live durchlaufen und zeigt Ihnen dann, ob das, was Sie im Backtest als Werte herausbekommen haben, dann auch für die Zukunft irgendwo konsistent ist oder ob das dann überhaupt was bringt. Also das sind wirklich hier Tools, die ein ganz simples Backtesting übersteigen. Also Sie haben oder ihr habt hier Walk-Forward Optimizer, der wirklich dann in die Tiefe geht und euch bei einer Optimierung hilft und auch bei einer Anpassung von eigenen Strategien. Wir fangen mal die Optimierung an. Also ich bin hier einfach nur über Customize in die Inputs reingegangen, habe dann Größen ausgewählt und klicke jetzt hier auf Optimierung. Wir lassen mal Walk-Forward außen vor. Das würde jetzt den Zeitrahmen etwas übersteigen. So, jetzt geht er hier rein. Es ist natürlich klar, aufgrund der Vielzahl der Daten, wir haben jetzt, glaube ich, über ein halbes Jahr an Backtest-Daten geladen, wird das etwas Zeit benötigen. Aber wenn die ersten Resultate vorhanden sind, würde ich dann hier direkt mal auf den Abbruch gehen, dass Sie einfach sehen, wie hat sich das Ergebnis verändert. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schlecht zu erkennen. Wir haben jetzt schon einen Net Profit von 1.800, 1.900 Dollar über diesen Zeitraum, jetzt 2.500 und er geht dann halt immer weiter in diese Bereiche rein, um das zu optimieren. Ganz klar, wir haben das alles ohne Gebühren, das sind jetzt wirklich nur Beispiele, Sie müssen oder ihr müsst die Gebühren berücksichtigen. Ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, Slippage. Es gibt natürlich hier auch bei Market Orders 1-2 Cent Slippage, je nachdem, also eine Differenz zwischen dem Kurs, den ihr im Backtest seht und der dann wirklich zustande kommt. Das sind alles Sachen, die man hier noch mit einstellen kann, die man auch einstellen muss zu Beginn, um da wirklich auch valide Daten zu bekommen, die dann sicherlich auch dann in der Zukunft ähnlich funktionieren können. Also das sind alles Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Dafür lohnen sich in der Regel, glaube ich, auch Future-Märkte ganz gut, liquide Aktien oder ETFs, dass man darauf achtet, dass man wirklich ein gutes Volumen hat, auch jederzeit eine Ausführung bekommen kann. Und ganz, ganz wichtig ist, dieses Gap-Risiko auszuschließen, zumindest wenn man sich im Daytrading-Bereich bewegt, weil da können sehr viele Zufallswerte entstehen. Gerade wenn Sie über so einen Zeitraum wie ein Jahr zurücktesten, gibt es vielleicht mal den einen Tag, gerade jetzt die Wahl ist ein gutes Beispiel, wo es den Riesengap gibt, dann schaut er natürlich, dass er dort das Maximum rausholt und die anderen Trades verschwinden dann, sage ich mal, und auch oder sind da nicht so relevant, um es jetzt mal so auszudrücken. Deswegen kann man auch bei der Optimierung einstellen, nach was wollen Sie denn, nach was wollt ihr optimieren? Ist es der Total Net Profit? Klar, am Ende interessiert uns alle, was kommt unterm Strich raus. Aber ich hatte ja gesagt, Profit Faktor ist wichtig. Mit wie viel Risiko kauft ihr euch eure Performance ein? Das unterschätzen viele. Es gibt ganz viele banale Strategien, die einfach nachkaufen, ein unendliches Risiko damit eingehen, aber eine positive Performance erzielen. Aber langfristig wird so eine Strategie immer scheitern, wenn man es über einen längeren Zeitraum macht. Deswegen würde ich eine Optimierung in der Form eher am Profit Faktor durchführen. Oder halt optional dann auch mal an einem Drawdown oder an Gewinn-Verlust-Verhältnis, also die Faktoren, die ich euch gerade hier im Bericht gezeigt hatte. Und es ist doch schneller als gedacht, war recht simple Optimierung. Wir sind jetzt noch 20 Sekunden, glaube ich, entfernt vom Abschluss, sind jetzt schon bei 4.300 und werden das Ergebnis natürlich dann auch gleich hier sehen. Wir haben jetzt natürlich nicht mehr so viele Trades, aber wir schauen uns das hier einmal an. Strategie Performance Report. Wir können dann auch auf die Optimierung selber gehen. Wir sehen, wir sind jetzt bei 1.200 Trades. Also das ist schon eine ganz ordentliche Anzahl. Wir haben jetzt eine 34% Profitabilität. Das ist eigentlich nicht sehr gut. Aber wir haben das Verhältnis, ja, das ist auch stabil geblieben, Largest Win zu Losing Trade ist 1,8. Das heißt, wenn wir die Zahlen betrachten, kann eigentlich nur eins passiert sein. Er hat mehr Trades als vorher gemacht, weil wir haben jetzt insgesamt natürlich mit
4.000 Dollar deutlich mehr Gewinn als vorher. Aber interessant, nur auf der Long-Seite alles produziert. Short hat gar nicht funktioniert. Und jetzt könnte man reingehen und hier noch unendliche Informationen beziehen, auf die man wirklich achten muss. Drawdown, was ist Ihr größter nicht realisierter Verlust, sondern was war das eine Position mal im Minus? Weil da scheitert auch oder scheitern viele Strategien, wenn sie zwischenzeitlich mal 2.000, 3.000 Dollar im Minus sind und dann 100 Dollar mitnehmen, wird das irgendwann schief gehen. Das, glaube ich, versteht sich von selbst. Wir sehen, wie viele Gewinntrades man am Stück hatte, bevor wieder ein Verlusttrade kam, was der größte Gewinntrade war. Also es ist von den Informationen wirklich sehr, sehr ausführlich und es muss es auch sein, weil sie die Informationen brauchen, um dann auch so eine Strategie zu verstehen. Also ich glaube, so ein Backtesten einer Strategie mit einer Einstellung, das bedeutet wirklich viel Zeit, dass der Rechner natürlich vieles im Hintergrund macht oder auch Optimierungen über Nacht laufen können, keine Frage, aber Sie müssen natürlich auch verstehen, was wird optimiert, einfach auf den Knopf zu drücken und dann zu hoffen, dass das die Gelddruckmaschine wird, funktioniert leider schon lange nicht mehr, aber ich glaube, ob es jetzt halbautomatisch für einen Ausstieg ist oder halt komplett automatisch, ist es immer noch ein sehr interessantes Tool für euch alle, die vielleicht mit Emotionen sonst Probleme haben. Weil oft ist es so, in guten Marktphasen geht man zu schnell raus, in schlechten hat man Angst. Und das ist natürlich das, wo ein System überhaupt keinen Einfluss hat oder wo das überhaupt keinen Einfluss hat, weil das immer stupide nach euren Vorgaben handelt. Und wenn man die dementsprechend aufsetzt, das muss ja kein Daytrading-Tool sein, auf einer langfristigen Basis ist das auch interessant, wo man vielleicht mit End-of-Day-Daten arbeitet, um da einfach mal ein paar Sachen zu optimieren. Man kann das Ganze, um noch eins vielleicht zu erwähnen, sogar auf ein Portfolio ausweiten, weil all das, was wir jetzt hier gemacht haben, bezieht sich ja am Ende des Tages nur auf einen einzelnen Wert. Hier sehen wir auch nochmal den Performance-Graph. Da kann man sagen, ab 750 Trades ist eigentlich nichts mehr passiert und das würde genau das, was ich vorhin erwähnt hatte mit dem Work-Forward-Optimizer, höchstwahrscheinlich bedeuten, dass diese Strategie oder auf jeden Fall bedeuten, nicht zum Handel anwendbar ist, weil genau was hier passiert ist, muss sich dann der Zukunft fortsetzen. Ansonsten ist es ein Zufallsprinzip. Weil hier haben wir dann ab dem Zeitraum, müsst ihr mal schauen, der letzte Hochkurs war hier am 10. August und seitdem hat die Strategie dann keine Gewinne mehr produziert, ist eher seitwärts gelaufen und das würde bedeuten, dass die Strategie für die Zukunft gar nicht mehr mit den Werten so zu verwenden ist. Also das ist auch ganz wichtig, dass man immer eine stetige Entwicklung sieht. Es kann natürlich immer mal oder es sollte auch immer Ups und Downs geben, aber das als Performance-Graph sagt mir eigentlich schon eins. Zufallsprinzip, hatten wir ja vorher gewusst, sind eine ganz einfache Strategie. Aber was wir hier auf einem Wert Ihnen zeigen oder euch zeigen, kann man genauso auf einem ganzen Portfolio ausweiten. Und das kann die TradeStation Securities mit dem Tool des Portfolio Maestro, wo Sie wirklich dann auch reingehen und so viele Werte mit reinladen, wie Sie wollen und auf einem ganzen Portfolio eine Strategie testen lassen können. Also von daher ist das auch noch ein super Zusatz, was man hier über die TradeStation Securities abbilden kann. Das soll es gewesen sein von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euch das Ganze etwas näher bringen. Um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, wirklich einen langen Zeithorizont nehmen und auch darauf schauen, dass genügend Trades produziert werden. Das jetzt hier ist wirklich schon, sag ich mal, mit 1000 Trades etwas, wo man Daten hat, mit denen man arbeiten kann. Alles im unteren Dreischlägenbereich ist, glaube ich, nicht wirklich valide oder kann man nicht wirklich Schlussfolgerungen daraus ziehen. Wichtig, wenn ihr dann wirklich reingeht, hier euch das mal anschaut, die Marktdaten, die Gebühren nicht zu vergessen, die Ordergebühren immer mit einstellen. Ganz wichtig auch Slippage. Es wird nie so sein, dass man genau den Kurs, wie man im Backtest ihn eigentlich jetzt berechnen lässt, bekommt. Da gibt es immer 1-2 Cent Abweichung, wenn nicht sogar mehr. Es kommt auf die Aktie drauf an. Bei AMD würde ich jetzt mal mit 1-2 Cent kalkulieren. Eine Tesla-Aktie, da ist das Spread schon 20-30 Cent. Da muss man natürlich mehr einstellen. Das wird man dann aber auch sehen, wenn man das live laufen lässt. Also vielleicht nicht sogar gleich im Live-Konto, sondern im Simulierten sieht man auch, dass das Slippage vorhanden ist, dass es nie genau den Preis gibt, den das System berechnet. Und damit hat man, glaube ich, mal so die Basics gesehen. Kann man, glaube ich, ganz gut mal einsteigen und sich mit dieser Materie etwas intensiver beschäftigen. Von daher würde ich mich freuen, wenn Sie auch zu unserem Kanal abonnieren, sodass Sie in Zukunft keines der Videos verpassen. Wir werden auch gerade für die Strategien noch einiges weiter zeigen, weitere Details und weitere interessante Ansätze. Von daher
Abonnieren Sie unseren Kanal und verpassen Sie keines der folgenden Videos. Vielen Dank.